Da kommt Gordon. Das kenne ich ihn noch gar nicht. Moin. Moin. So, Gordon. Ja. Dann erzähl mal, was ist denn passiert? Du hast das Boot vor 6 Monaten etwa, 7 Monaten bei mir abgeholt. Und wie man sieht, einiges noch angebaut. Kannst du mal ein bisschen was erzählen, was du so im Wesentlichen dann gemacht hast? Im Groben habe ich angefangen mit dem Garmin GPS Map. Bewusst für das GPS Map entschieden, weil der in der Kombination mit dem Yamaha Motor verbunden werden kann und ich zum Beispiel jetzt eine Anzeige von Yamaha selbst alle wichtigen Informationen von Yamaha direkt vom Motor auf dem Echolot übertragen. Das sieht schon sehr geil aus, weil du halt eben standardmäßig mit dem Pinnenmodell nicht die Anzeigen dabei hast. Ne? Aber es alles macht schon was her, ja, Motor. Absolut. So. Dann bin ich weitergegangen mit LiveScope, mit dem 34er Geber. Ja, den da ich kann man mal verstellen das kann. Andere bauen es fest, ich habe es verstellbar. Ja, hier auf dieser, genau, hier auf dieser Railblaser-Schiene. Railblaser-Schiene entschieden, damit ich wirklich variabel alles einsetzen kann, schieben kann, tauschen kann. Ja, aber du hast nicht nur hier vorne, wir zeigen jetzt mal, wir nehmen uns das Hütchen hier. Das ist der LiveScope-Geber. Ja, du hast zusätzlich aber noch hier hinten einen weiteren genau, Geber. Ja, das ist der Standard. Der 56er Geber. Der 56er Geber. Den hast du direkt montiert. Über verstellbare Schiene. Die verstellbare Schiene da. Kann ich hochschrauben und ablassen, runter ablassen. Hier hast du sehr geile Routenhalter. Ja, die habe ich ja von dir, ne? Ja. Gibt es ja bei dir. Mit Kunststoff drauf verschraubt. Und man sieht. Die sitzen. Genau. Hier hast du die Railblaser-Halterung. Nee, die ist von Pfosten, weil die Lotus direkt mit dem Pfosten ist. Ah, das ist das einzige Teil, was von Pfosten ist. Ah ja, okay. Ansonsten. Tank habe ich in eine Kiste verbaut. Ja. Da ist der Yamaha 24 Liter drin. Genau. So. Zweite Kiste ist meine komplette Elektronikkiste. Da ist die Starterbatterie drin, die Lithiumbatterie für das Echolot-System und die GLS-10 Box, also die LiveScope-Box, die du so als Rechenleistung brauchst. Ansonsten Bildpumpe etc. alles über Schalke. Ja, da hast du sehr schön. Sehr schön die Bedienung in die Box integriert hier. Ja. Sehr ordentliche Montageleistung, muss man sagen. Andere Seite auch, Railblaser, das Traceloader-Schienensystem. Ja. Und hier hast du noch eine Tablet-Halterung. Genau. Weil wenn wir zu zweit aktiv sind, kann ich durch das GPS-Map ja das Bild spiegeln über die Helm-App. Somit hat der hier sitzt, das gleiche Bild, was ich auch drüben auf dem LiveScope habe. Das ist schon eine Menge Technik, die du hier an Bord hast. Also. Gibt noch mehr. Und fertig ist man ja irgendwie eh nie. Ansonsten habe ich den Kota Terova. Was ist hier oben der Per-Knopf? Das ist nee, der Per-Knopf hier, was ist damit, mit dem? Genau, damit kann ich zum Beispiel, ich habe beim Minko, das ist ja so, da ist noch zusätzlich einmal GPS-Sensor noch hinten ist. Okay. Was das Boot stabilisiert wird. Okay, und warum sitzt der hier hinten? Warum hast damit du den nicht? Damit der Boot vorne und hinten ausrichten kann, zusammen. Die anderen Bugmotoren haben jetzt praktisch nur vorne
und der richtet sich dann immer nur nach der Bugspitze aus. Ansonsten habe ich noch das NaviSaver als Rot-Grün. Ja, und es stört dich nicht, dass die Steuerbordseite durch den Bugmotor abgedeckt wird? Nee, gar nichts. Ja. Okay. Vorne habe ich nochmal einfach nur so eine Art Suchscheinwerfer. Ansonsten, ja. Die Batterie für den Minn Kota ist tragbar, also die nehme ich immer mit raus. Und hier vorne hast du auch nochmal eine Rail Plaza Schiene angebracht. Genau. Für die Halterung, für die Stabilisierung hier von dem Bugmotor. Genau, und rechts mache ich, dann habe ich zusätzlich noch so einen Selfie-Stick. Der ist extra für Licht, wenn ich mal wirklich einen Fisch habe, damit ich ein bisschen Licht im Dunkeln habe. Okay, den schlägst du auch da vorne noch mit an, mit der Schiene. Genau. An der Schiene. Und hier einen sehr schönen LED-Bugstrahler. Ja, ich muss sagen, das ist ein sehr schönes Boot geworden. Genau, ein bisschen kommt noch was. Hier kommt noch ein Castingdeck drauf. Was hast du ein vor? Ein Castingdeck. Ein Castingdeck, ja. Ja. Da haben wir auch mal schlafen können drauf. Ja, da bin ich gespannt. Weil das nächste Mal sehen wir uns auf dem Wasser. Dann komme ich mal endlich mal mit dir raus. Ja. Und dann zeigst du mir mal, wie man mit diesem traumhaften Boot so einen richtigen Fisch fängt. Hab ich doch.